da drüben in der Bernauer Straße war ein Hochstand. Da konnte man vom Westen nach den Osten gucken. Ich kannte es aber auch von der Ostseite, da kam man ja nicht so nah ran. Es war ja so Grenzgebiet. Da war ich Juristbau gewesen, habe Feierabend gehabt und dann auch war ich sauer drüber gewesen, dass man, also dann da drüben so, dann habe ich mich einfach rangesetzt mit meiner Rüsterknarre und habe die Türme abgebaut und ins Niemandsland rüber geschmissen alle. Ich kann sagen, das war ich gewesen. Das war hier unten an der Ackerstraße. In meinem Nebenhaus sind die ja vom Dach gesprungen. Und da war auch diese Ecke Ruppiner, wo der in das Sprungtuch sollte und ist 3 Meter daneben gesprungen. Zwei Monate später haben sie das, war das wieder aufgebaut gewesen und haben sie die Kupplung verschweißt. Naja, ich hatte Mannesmann-Knarre gehabt, die Knarre ran, dann ein Stückchen Rohr genommen und dann bap, knack, 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 alles wieder rüber geschmissen. Das zweite Mal, und seitdem haben sie die Türme nicht mehr aufgebaut. In der Bernauer selber, wo ich wohnte, gab es nur 2, 3 in meinem Alter und der Rest hat gerade rüber gewohnt, Wolgaster, Bernauer. Das waren alles Kumpels aus dem Westteil, die mir auch, wo die Hausfront dann zugemauert war und wir konnten nur noch ein Fenster, musste ich eine Strippe runterlassen, da haben sie mir Päckchen hochgeschickt. Also Schokolade und mal einen halben Kaffee. Dann standen sie, heute spring noch hoch. Und ich sage, seid ihr wahnsinnig, ich bin erst 15, was soll ich da drüben? Die schicken wir sowieso wieder nach Hause. Nee, war schon in Ordnung. Aber ich wäre gerne hier geblieben, also auf der Seite. Wäre ich schon ganz gerne. Aber Vater wollte nicht und wir waren da nicht mächtig, unseren Vater zu überzeugen. Weil eben, wie gesagt, er sagt, ach, das ist morgen vorbei, das ist alles kein Thema. Das war schon mal und dann waren auch die Grenzen zu, das war 1954. Ich finde, dass diese Stadt nichts aus ihrer Geschichte macht. Die Vietnamesen zum Beispiel, die haben die unterirdischen Gänge jetzt nachgebaut und vergrößert. Viele Amerikaner interessieren sich für die Einzelheiten damaligen Krieges. Also fliegen sie nach Vietnam als Touristen und wollen unter anderem auch diese unterirdischen Tunnel besichtigen, die vietnamesischen Soldaten von Nordvietnam damals gegraben haben. Aber die amerikanischen Touristen, die passen natürlich nicht in diese Tunnel rein, weil sie ja für vietnamesische Soldaten begraben wurden. Also haben die Vietnamesen die Tunnel vergrößert, ausgebaut mit Imbissbuden, mit für Amerikaner vertrauten Attraktionen, damit sie sich nicht sehr fremd fühlen dort unter der Erde. Und das funktioniert. Das ist ein richtiger Umgang mit der Geschichte des eigenen Landes. Und was machen die Deutschen? Die bauen alles ab, schmeißen die Steine weg und tun so, als wäre nie was gewesen. Second year I'm working on this painting. I started off, when was it, something like June last year, and I was working for something like 3 months. The reason it takes me so long is that I can only work in very specific times, only during the summer, only during sunny days, and only between 11 and something like 3. Especially I hate to work sitting down on my knees, because you know, I can't walk. After 4 or 5 hours of sitting like this, my knees are dead. And the reason I'm doing it is because I love this perspective, you know? It's so long, and the lower you are, you know, the faster it is. On the perspective, it just takes nothing, you know? Like 10 centimeters will represent 200 meters, you know? So you read a lot of information in a very small piece of painting, you know? So your eye goes like really fast, so I like it here really, you know. I'm painting since I'm 3 years old, you know. So, and then I went to school, studied in New York for 4 years and another couple of years in Jerusalem. And I teach for 12 years now. My gallery owner is waiting for this for 3 years now. And he's gonna kill me if I'm not gonna bring it and do it
this April. But I'm trying to bring it also for to be in maybe in a museum or something like this in Tel Aviv. We'll see. I think people respond to it first because they really like it, you know, and it's the park and they can play the game of, oh, this is the painting of this. But more than this, I think that painters are archetypical characters, you know? It's like a policeman or like a fire department or like a nurse or, you know, one of these. You'll find painters in children's books, you know, like with a palette and like the typical, but you never see them. Mothers with the sons will always go, oh, take a look, there's a painter. You know, so they always come and they speak and they, you know, relate to it because it's something that you don't usually, I don't think they address plumbers, you know, the same way. Oh, take a look, this guy's fixing the tube. There was an American painter once by the name of Robert Henri. And he said that a work of art is never finished. It just stops in good places, you know? So just, I really hope I'll take the right exit, you know? This is all it's about. Ich wohne hier in der Demina Straße. Das ist ja gleich hier hinter der Grenze. Also die ehemalige Grenze war ja hier gewesen, im Westteil. Jetzt sind wir ja im Ostteil. Vorher habe ich in Rudow gewohnt, also ganz früher mal in Ostberlin. Dann bin ich vor der Wende, also 1977, als politischer Häftling freigekauft worden und bin seit 77 in Westberlin. Habe aber vorher in Rudow gewohnt und jetzt seit 10 Jahren wohne ich jetzt hier. Hier ist eigentlich ziemlich ruhig. Sie sehen ja, keiner hier. Da hinten ist schon voller. Also ich bin hier, mir ist ja egal, ob da viele Menschen sind oder wenig. Und ich hauptsächlich habe meine Sonne und ich bin so ein Sonnenanbeter. Also bis 15 Uhr habe ich noch zu Hause auf dem Balkon noch Sonne. Dann haut sie ab, die Bäume so weg. Und dann, wenn es noch schön ist, sage ich, ach, dann gehe ich noch 2 Stunden hierher. Und wenn noch ein Kumpel kommt, na, dann quatschen wir uns. Und dann ist es meistens 19, 20 Uhr und dann aber Schluss. Naja, ich habe Zeit, bin jetzt Rentner. Bis 65 und vorher war ich auch arbeitslos, also ich hatte schon immer Zeit. Ah, das ist frisch. Ich habe da auch Eis drin, aus dem Tiefkühlfach. So, dann mache ich das hier hin und dann mache ich mir die Augen trocken. So, und dann kann ich weiter hier studieren oder mein Fernsehprogramm ankreuzen. Was ich heute Abend gucke, mache ich mir immer so einen Kreis hier rum. Das gucke ich vielleicht, das gucke ich vielleicht. Ich kann das nicht machen vor langweilig. Oder ich mache es zu Hause. Also wir sind oft hier, also fast täglich. Wir fühlen uns so sicher, weißt du? Nicht wie der andere Plätze, da viele Kriminellen oder viele, die ticken oder die dienen oder. Für uns ist nicht gefährlich, aber da finde ich nicht Ordnung, weißt du? Hier ist besser, weißt du? Jeder ist für sich hier, keine Macht an. Die meisten dribbeln, die kippen die Hand nach hinten. Das ist schon mal Ballführung. Darf man nicht. Dann Schrittfehler ist sowieso im deutschen Basketball erst dribbeln, dann laufen. Und die meisten laufen und dann dribbeln erst. Das ist schon 90%, die herkommen, kann man sofort sagen. Also wenn man die jetzt aufstellen würde zum Kreisliga spielen, die würden alle rausfliegen. Wenn man ihn so guckt, oh, Glatze, aber nein, das ist schon friedlich. Ja, wirklich jetzt. Den kenne ich Seeschein seit 3-4 Wochen. Der grüßt mich jeden Tag. Wir sagen hallo, wie ich mit Basketball. Nach dem Spiel immer klatschen und so. Was will man mehr? Nicht böse gucken, nicht streiten. Sport, Fairplay. Manche beschweren sich hier über Sachen, wo man sagt, das ist im normalen Basketballalltag. Das ist, wenn man irgendwie gefoult wird oder ein bisschen härter rangeht, das ist halt so. Solange man anderen Leuten so ein bisschen mit Respekt und vernünftig umgeht, dann hat man hier nichts zu befürchten. Manchmal schaffen es die Jungs ja dann auch zu sagen, ja los, ihr zieht euch hier mal wie Basketballer an, jetzt spielt doch halt noch mal. Manchmal schaffen sie es dann wirklich, uns zu überreden, aber
größtenteils ist es dann wirklich so, dass wir sagen, nee. Und das ist schon so, also klar, wenn du als Frau oder Mädchen sagst, ich würde gerne mitspielen bei euch, dann sagen sie aus Kulanz schon mal okay. Jetzt nichts gegen Frauen oder so, aber das ist einfach mal, erstens mal, das ist ja Kontaktsport, sagen wir so. Man muss ja sich irgendwie verteidigen können. Und bei den jüngeren Generationen ist es dann schon so, dass sie dann sagen, hier, wir sind hier die ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Besseren auf dem Feld und was wollt ihr denn? Und jetzt spielen wir mal gut halt ein bisschen Mädchenbasketball und danach, wenn sie dann runter sind, dann spielen wir dann wieder richtig Basketball. Und so eine Sprüche, dann denke ich mir, okay, da habe ich dann, also da, das ist halt auch mit ein Grund, warum ich dann auch selber sage, okay, dann lasse ich es lieber gleich, als wenn ich mir sowas antun muss oder beziehungsweise anhören muss. Weil die nehmen das Freizeitbasketball ganz schön ernst. Ja. Aufgewachsen bin ich im richtigen Ghetto, Marzahn-Hellersdorf, so richtig abseits, und 2007 halt hier nach Beuselstraße umgezogen. Seitdem will ich woanders leben. Plattenbau kann ich nicht mehr sehen. Ich habe die ganze Zeit im Plattenbau gewohnt, eine Decke höher von 2,50 Meter. Und ich habe mir vorgekommen wie in so einem Käfig, wie so ein Tiger im Käfig. Ich bezeichne uns immer als Straßenköter. Es ist wirklich so, das ist hier unser Rudel. Man kommt hierher, genießt die Sonne. Man spricht nicht wirklich über wesentliche Dinge. Also klar, ein paar Philosophen gibt es immer in der Gruppe. Und sei es jetzt durch irgendwelche Chemikalien hervorgelöst oder auch nicht. Viele gehen mit dem Kopf her. Ja, zuerst. Genau das hat. Also ich habe auch, also auch so ein Problem, aber ich denke es so wahrscheinlich immer, weil ich immer auf jedes Problem habe. Das Wichtigste immer so ist, Pomelinikritze irgendwie. Das Wichtigste ist, dass es nicht zu weit nach vorne geht. Er ist jetzt 4,5 und ich habe meinen seit er 9 Wochen alt ist. Ist auch hier gezeugt worden. Also ein richtiger Mauerparkhund. Ja, man muss halt 3-mal am Tag mit ihm raus und das ist jedes Mal. Reißt dann aus der Arbeit raus und danach merkt man eigentlich so, dass das genau das Richtige eigentlich ist, weil danach geht man an die Arbeit wieder ganz anders ran. Ich bin DJ, Audiobearbeiter, Schreiberling, Blogger, Twitterer, Web 2.0-Mensch, alles Mögliche. Das ist, was man hier in Berlin so schön als die digitale Bohem bezeichnet. Oder auch urbane Penner. Wir feiern jetzt demnächst im Tresor 20 Jahre Techno. Also es war ja, im Grunde sind schon 21, also 88, seit es damals Acid hier gab. Da gab es damals das UFO, da habe ich schon aufgelegt. Und es wurde dann irgendwann der Tresor, so 91. Und so mit der Wende kann man eigentlich sagen, dass dann Techno hier in Berlin passiert. Und da war ich eigentlich seit Tag 1 schon dabei gewesen. So. Wir hatten natürlich Glück, dass wir kurz nach dem Mauerfall, die natürlich eine zweite Stadt dazu bekamen. Das war ja toll, ja. Und deshalb hat sich ja hier dann auch plötzlich ganz viel Freiraum gebildet. Und deshalb hat sich auch eine Szene gebildet, also eine Techno-Szene auch gebildet. Das war ja, also das hat im Prinzip eine parallele Weiterentwicklung, die da einherging. Zum einen halt die Freiräume, die man hier hatte, und zum anderen dann auch noch gleichzeitig noch diese Musik, die sich dann neu entwickelte. Das, was ich vorfand, diese Anarchie, der Staat, der sich zurückgezogen hat, die Menschen, die entweder gar nichts tun oder an einem neuen, alternativen Lebensentwurf basteln. Diese großen leeren Räume, die entstanden sind, durch den Crash, dadurch, dass die Grenze weggefallen ist. Das ist Mauerpark. Am Anfang war er nur ganz alternativ genutzt, aber ruhig, ja, für die Größe, die er dargestellt hat. Später war er dann mal sehr schrill genutzt, wann war das eigentlich so? Ende der 90er,
als es dann so in schönen Pressemeldungen als verruchter Star Platz Berlins hier irgendwie durch die Medien ging, doppelseitig in der BZ und so weiter, ja, und extra ein neuer Polizeipräsident hier abgesetzt wurde, um da mal ein bisschen Struktur reinzubringen in den Irrsinn hier so. Ich habe auf sie gewartet, dann saßen dann da oben BKA-Leute und die haben halt gedacht, dass ich irgendwie jemand bin, der irgendwie Drogen verkaufen will. Dabei ging es eigentlich nur darum, sie kam zu spät und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil, wie gesagt, ich war das erste Mal hier, ich kannte niemanden, habe natürlich immer geguckt. Hm. Und die haben natürlich gedacht, ach, schön ja, dick genau, ne, genau, abends. Genau. Und dann haben die natürlich gedacht, ja, die vertickt doch, das ist doch, da gehen wir mal ran. Ne? Und dann als ob die Dealer hier so auffällig wären. So, und dann bin ich dann aufgestanden, weil ich mir dachte, okay, sie ist nicht da, sie hat mich irgendwie vergessen, sie ruft doch nicht an, nix. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann läufst du mal in die Richtung, eventuell kommst du jetzt von da und dann kam gleich das BKA auf mich zugerannt. Ja, stopp, BKA, stehen, bleib Kontrolle. Und ich stehe da hoch, oh Gott. Und ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. In den Zeiten war noch Walpurgisnacht ein sehr heftiges Thema, was sich ja jetzt alles beruhigt hat in den letzten Jahren. Und das hat aber kaum noch was anderes zugelassen. Das war schon ein Verdrängungsprinzip damals. Ja? Also da hat sich dann kaum noch sonst einer durchgetraut. Vor allen Dingen nicht die neu zugezogenen sozusagen. Die haben das dann stark bemängelt. Das hat natürlich Interessenkonflikte gegeben. Mittlerweile hat sich das aber dann wunderbar in den letzten Jahren eigentlich halt vermengt. You don't fuck in my block, come on, who getting on my side? You don't know what's up, what's up, what's up? Yeah. Almas Viva Ghetto Stolz, Gangster Planet, Kaiser Schnitt. Fuck you, man. Sticking you, recover your life is a game. How do you check rule? Pull over, stop, take a break, don't go ahead. Recover your life is a game. How to look in the hand? Saying, look at you. Spent the leftover spaghetti sauce.
something with the windows open. We were slopping around naked. As the ground began to burn, you were playing with the dog. Most of that day was a lazy day, while we planned our next attack. Und fünfmal dran. Transportieren. Guck mal, neun Steine an einem Fleck in den Platten. Transportieren. Guck mal hoch. Ein paar Leute kommen, haben eine Idee, mache eine Sache Gold. Mal sehen, wer das benutzt für sich. Und das zeigt einen interessanten Prozess auf der Welt. Einer hat eine Idee, ein anderer hat Erfolg. Schnellentscheidung. Die Folie kam, die war auf einer Hochzeit von zwei Freunden. Und sehr schön. Dekoration, der Kleber war schon zu Hause. Keine Investition, ne? Nur eine Idee, mach, fertig. Ich habe mich lang gehen lassen. Und jetzt ist so eine Zeit, irgendwie Aktion. Aktion direkt. Immer machen, machen, machen. Ist wirklich harter Lack. Aber wir hatten einfach nur Leim, ganz am Anfang, mit Latex, Bindemittel, Kautschuk. Ne? Das hat nicht funktioniert. Es klebt nicht. Der Stein war vorher lackiert, also haben wir gedacht, wir können so radikal sein und lackieren ihn nochmal. Dann es hält besser. Es ist eigentlich schade. Aber ja, es ist wie im Meer, gibt es auch Öl. Jetzt gibt es auf dem Stein auch Öl. Mit Gold hat das auch zu tun, denke ich. Also, das passt zusammen. Nur, ja, muss man sagen, das Projekt ist so wichtig geworden für uns, es muss sein. Weil wir waren schon bis hier, wir hatten quasi die Goldkrone. Und dann kommt der Wind und bläst uns das weg. Ich bin schnell gefahren, Lack holen. Meistens der Erste, der hier ist. Ja? Ich glaube, wenn ich mich 10 Meter da hinten hinsetzen würde oder so, dann würden sich alle um mich herum also es hat nichts mit mir zu tun oder so, weißt du, irgendwie. Ich will mich auch als Person gar nicht damit reinbringen, sondern es ist einfach nur dieser Spirit, der so entstanden ist. Ja? Und weil die meisten aufgrund dessen, dass ich schon so lange Zeit hier bin, nach mir gekommen sind,
und ich auch so einer bin, der, ich gehe auf die Leute zu und quatsch und so, irgendwie quatschen dann alle an und so, irgendwie, und, ja, und so, irgendwie, ja. So, ich bin 80 nach Berlin hergekommen, ich bin dank der ersten Stunde, sage ich immer, und bin wegen den besetzten Häusern und wegen Musik damals hierher gekommen. Ich mache so Workshops für Kinder und Jugendliche, dass ich denen Jonglieren beibringe oder mache Ferienprogramm und so Sachen halt. Jeder, der irgendwie jetzt so bei dieser ganzen Hippie-Szene mit dabei war, hatte irgendwann mal Jonglierbälle oder Poi in der Hand. Die einen machen es weiter, die anderen lassen es halt. Also die anderen nehmen halt lieber die Gitarre oder was weiß ich in die Hand. Aber ich denke, es liegt einfach auch so ein bisschen so mit in der Kultur. So, einfach so in diesem Bewusstsein dieser Szene, obwohl ich mich nicht dazu zähle, selber zu machen. Und auch gerade in der Artistik und in der Musik, das ist sehr ähnlich. Also dass man da einfach auch selber die Erfahrung macht, auch gerade die körperliche Erfahrung. Weil auch gerade diese körperliche Betätigung wirklich den Geist formt. Ja, im Endeffekt ist alles Jonglieren, ne? Ja, also so die ich baue, die mit den Puscheln am Ende, die nennen sich Flower Sticks. Die Devil Sticks, das ist der untere, das ist der konische, der zur Mitte hin sich verjüngt. Ja, das ist der Devil Stick, den gibt es schon immer, also schon länger irgendwie, jongliermäßig oder so. Und in den 80ern haben sich Leute einfach Gedanken gemacht und haben den dann so daraus entwickelt. Und der lässt sich noch softer spielen und den kannst du leicht nachbauen und so weiter und so fort. Und für viele Leute ein guter Einstieg. Gerade rechts, links und so, hier Neutorik und so. Und ja. Und ist ein total guter Kommunikator. It was me and him, Tommy. When we met, both of us was kind of sad about how the world is and how fucked up things. The things that is, like for me, it's like the world is kind of upside down. That's the thing. And we were like, what can we do? Like the only two options is like suicide or do something about it. We were like, both of us concerned about what's happening to nature and how people are treating nature. And how people treating sexuality. For example, women are not allowed to wear, to be topless, while men are, and I think that should be also like a
like a women liberation issue that people should address a little bit more, because it doesn't make sense. It has no sense whatsoever, just that women's tits has been sexualized. But actually our body is not sexual, our body is just a naked body. Fuck for Forest ist eine erotische Website und die Basis ist eine Naturschutzorganisation. Wir sammeln Geld, um Natur zu schützen durch diese Website. Das heißt, wir suchen nach Leuten, die Lust haben, Nacktfotos zu machen oder Sexfotos oder Videos. We're basically here to look for sexy people, like to flirt with and talk to, and it usually it's a lot of people here, it's a nice atmosphere. And wenn ich dann darüber nachdenke, wie lange ich Musik auflegen will, da habe ich vor 20 Jahren habe ich schon mal gedacht, wie wird das sein? Werde ich im Jahre 2000 immer noch Platten auflegen? Das war für mich eigentlich so weit weg, dass ich dachte, irgendwie, Mensch, das kann doch nicht sein. Und ich habe mir vor kurzem wiederum die Frage gestellt, habe ich gesagt, eigentlich will ich hinter dem Plattenspieler sterben. Die Musik, die ich spiele, ist ja eine junge Musik. Und ich sehe ja auch nicht aus wie 50. Ne? Mein Bewusstsein oder mein Nachdenken über die Zeit hat sich im Prinzip dann dahin entwickelt, dass ich die Zeit als einen Fluss gesehen habe. Das ist so, die fließt von irgendwo her, fließt irgendwo hin. Und wir sitzen mit unserem heutigen Tag, mit unserem heutigen Bewusstsein in einem Schiff darauf. Und dieses, der Augenblick ist das Boot, in dem wir sitzen. Und das ist auch Eternity, weil das ist ewig. You never know when you play in clubs like these if it's gonna rain, if it's not gonna rain. I should start playing in clubs with rooftops, just to, you know, cover that angle, but I don't know, I just kind of like the style. Anyway, I come from this little place that's in between hell and America. It's called Israel. I wrote this song that tries to like describe the differences between Berlin and Tel Aviv. So you might hear the word Euro, you might hear the word Donau, and you might hear the word 9/11 set up conspiracy by the Bush administration and Obama deception in that song. That it's not necessarily because I believe in it or because it's true and we're all gonna die in the year 2012, but because I just tried to, you know, explain differences and similarities between Tel Aviv and Berlin. This is also my Bob Dylan impersonation. Goes a little something like this. You can spatter on the sidewalk, but you can't smoke inside a bar nowadays, which makes this place just a little less tolerable than getting blown up on a bus inside an Ingram mob of homophobic racist Muslims. Ain't it quiz? When your civil rights are not supported by a constitution, you might as well go prancing around with stars around your sleeve. But in Berlin, the stars keep shining, and if you want, you can stay in. Watch your favorite band play live right on the street. Yeah, everything is free now where the Nazis used to live. Or you can go and buy a coffee for a euro, or buy a Turkish donor meal for about 2 euros, or smoke a blunt with some oi punk techno geeks, Israeli tourists and Jamaican drug dealers. We were born out of money, out of breath and out of weed. Everything that I'm doing, all the songs are part of a band or project called End Of, and it's something I've been doing for the past 7 years. This is the solo version that I do in the park. I also play with bands and have records.
why I do this. Quite honestly, because you can't find a job in Berlin, usually, if you're a foreigner. One of the good things about Berlin is that even if you're unemployed or officially unemployed, there's always a lot of appreciation for any kind of art, whether it's street art or music or whatever. So I use this pedestal just also to, you know, to make a living, but also to do what I love, which is music. In Israel, if you would try to play on the street, unless it was part of an organized festival and you were listed on it, they'd look at you as a beggar. They wouldn't take you seriously. They'd throw something at you, but it won't be money. One of the reasons why I came to Berlin is that, well, the mentality in Israel is very hard. People will always ask you why you wear the things you wear, what do you do, how much money you're making, and what are your plans? And I'm not talking about your parents. I'm talking about, it's kind of like a war mentality. I mean, it's not like, it's not a violent country in everyday living, but there's a very stressed mentality because it's harder to get by. You always get the media all around you. I mean, it would be absurd to say a lot of people have the misconception that Israel has, you know, buses exploding every day, which is bullshit. I mean, it's a safe place, it's okay, but it's just not fun. It's just very tense. You always get so tense there. And that includes mandatory army, that includes a lot of patriotism, which is forced upon you, economic stress and stuff like that. I'm singer-songwriter, and so that means first, I can't compete with loud sound systems, and second, I don't expect to play in front of too many people. This isn't exactly easy listening, even. It's not. I mean, I do what I want to do, and I don't really start thinking, well, this people will like this more or that more. So that demands an intimate spot, which isn't too big, because if I try playing on the stages there, people wouldn't get it, and eventually they'd ask me to leave because they have a band. And we had our first gig on Friday night at a tiny little bar in Alt Morbid. Morbid. Yeah, Morbid. Really, really fun. Really. The hood. 30 people. Right. It's crazy. We love New Zealand, but we thought it'd be fun to try another city. And, we heard that there's a lot of good music happening in Berlin. I biked here a week ago and I looked around and I thought it was very dirty, but it had this certain feeling. I'm staying till May next year. He's going back in September, and you might. I'll be here till January, but we'll come back hopefully next year. Thank you.
we said it was dirty, but that's just like one side of the coin, and the other side is a freedom and an enjoyment on a Sunday that you don't find in any other place. It's really nice. It's like a festival every day. As a courier in Berlin, you're everywhere. You got to move nice and quick, but at the same time, you don't want to be tearing off with one job in your bag. It's much nicer to maybe try and have like three or four jobs in your bag if you're heading to Kudamm from Brent's Airport. But it doesn't happen very much anymore, sadly. There's less and less courier work for push bikes, which was one of the reasons why I bought that bike, the bike that I use for karaoke, the cargo bike. I also bought that for courier work. I'm surprised, like, actually how quickly you could convince somebody to do it, like, you know what I mean? Who's coming up? Yeah, you're coming up. Here's a Frenchman. Like, one of the ideas was to, you know, maybe just set up down at Potsdamer Platz or Alex and, you know, charge tourists maybe like a couple of euros for singing a song, and we'd film it and put it up on YouTube for them, like, you know. The thing was, like, you could talk somebody into singing a song. Antonio, what are you going to do? Sorry? What do you want to do? We can do Patrick Swayze. I was thinking of David Bowie, Let's Dance, or Let's Dance Toxic. Isn't good. Toxic. Britney Spears. Okay. You just about get permission off them to film it and put it up on YouTube, but you couldn't dare ask them for money then as well, like. Got a really nice little thing going, like, you know, straight away, you know. Like, it wasn't the money spinning venture, like, but it was definitely good fun, like, you know what I mean? And you're sort of going, yeah, this has to be something in this, like, you know, in some shape or form, like, you know. Ich könnte überhaupt nicht singen, also wenn du dann vor so einer Wand von Menschen sitzt irgendwie, also ich wäre danach so klein irgendwie. Der einzige Nachteil daran ist, dass es wirklich so ist, dass wenn man dann wirklich Basketball spielen will, so wie es halt sonst immer der Fall ist, halt von montags bis freitags oder beziehungsweise bis samstags, dass es dann einfach ein bisschen zu voll ist. Bin meistens Samstag oder Sonntag im Mauerpark. Das Schöne hier am Malen ist halt ein bisschen was los. Die Leute kommen vorbei, schauen sich es an. Ja, man kann das Ganze ein bisschen nach außen tragen, kann den Leuten auch zeigen, was mit Graffiti überhaupt machbar ist. Und dass es auch schön sein kann, nicht bloß so ein Schrott, den man teilweise auf der Straße sieht. Das ist gestern in der S-Bahn entstanden und dann hat man halt schon den Charakter dazu, den hat meine Freundin gemacht. Und dann machen wir morgen halt zu Ende. Und schauen auch, dass wir ein bisschen länger hier sind, damit das Bild stehen bleibt und die Woche vielleicht überlebt.
Schöne Bilder werden übermal, das ich finde so kotzing. In Tachlis auch, ein Bild von einem 17-jährigen Mädchen von Dänemark, ist drei Tage da gewesen, jeden Tag 10 Stunden. Und hat ein grandioses Bild gemacht mit einer schönen, schönen Frau mit dem Mund auf und kommen Vögel raus. Schöne kleine Vögel. Ein Idiot, hat gesprayert. Das mache ich nicht. Wenn man Pech hat, einen Tag. Wenn man Glück hat, eine Woche. Hola, ¿tú todavía vives? Pero no eres el verdadero, ¿verdad? ¿El verdadero está arriba? No existe nadie arriba. ¿Tú eres así? Nosotros nos vamos a ir en el 2014. Yo te quería conocer, ¿no? Es que yo soy verdadero. ¿Tú? Bueno, pues siéntate y cállate la boca, que estoy trabajando. Yo me voy a España otra vez volando. A mí me gusta suficiente de mujeres. Otro. Noch eine. Von Venezuela. No, soy medio venezolano, pero a mí no me importa. Es que... ¿Te puedes ir a dar un paseo que estamos trabajando, gilipollas? ¿O te tengo que echar? Es un venezolano y militar. Das viele Leute getötet hat, en una bestimmte Zeit, als Junge. Von das hat versprochen, keine Frau, keine Gewalt, keine viele Sachen, nur Drogen. Éxtasis, LSD, alles was sin erlauben kann, in Himmel gehen. So ist Berlin. In Berlin, wie viele kaputte Leute sind wir in Berlin? Scheiße Gesellschaft. Immer. Manipulation. Armes Junge. Wahrscheinlich war so jung. Dieser Park sieht täglich ganz schlimm aus. Wir haben sehr viel Arbeit. Wir sind zweimal die Woche hier, um diese blauen Säcke wegzufahren. Und ansonsten stehen vorne Container und dort werden die blauen Säcke dann reingemacht und von dort aus dann abtransportiert. Also schlafende Leute finden wir schon und letztens habe ich erst mal vor ganz kurzer Zeit aber das erste Mal erlebt, dass zwei junge Männer dort einfach so gelegen haben und haben ein Feuerchen angemacht und da hat das gebrannt und da hat man die Feuerwehr und die Polizei gerufen, aber da waren sie dann schon weg. Die Feuerwehr hat sie nur wach gemacht und dann, wo die Polizei kam, waren sie schon irgendwo da oben entschwunden.
Prenzlauer Berg ist mir halt einfach meist totsaniert und ich mag das halt, dass es hier auch so ein bisschen dreckig ist und so, ne? Das finde ich ja gerade an Berlin hier so spannend und so schön, dass Berlin eben nicht so blank geputzt ist wie München oder andere Großstädte. Die finde ich zum Beispiel total stinkend langweilig und deswegen kommen ja auch die Leute hierher, weil Berlin eben nicht so stinkend langweilig ist wie die blank geputzten, sauber gekehrten Münchner Innenstädte oder wie sie alle heißen. So entspannt finde ich es letztlich auch nicht mehr. Also, da würde ich dann lieber, wenn ich wirklich entspannen will, will ich eine saubere Wiese mich hinlegen und nicht Angst haben, dass ich mich irgendwo mit Hepatitis infiziere, weil ich eine Glasscherbe irgendwo rankriege. Also ich muss sagen, hier ist es einigermaßen sauber. So sieht es eigentlich immer aus. Ich habe hier noch nie irgendwie Müll gesehen. Maybe it reminds me of the Middle East, I don't know. Huh? I feel more home when there's like broken pieces of something around me. Vielleicht da hinten mehr, aber hier persönlich, hier ist wirklich nichts. Hier ist immer sauber. Oder die haben hier Kräfte, die das immer jeden Morgen sauber machen. Ich mache hier meinen Job und versuche den Park so mit meinen Mitteln sauber zu halten. Aber ansonsten habe ich hier keine Lust, hier was zu unternehmen. Das Einzige, was man eigentlich hier machen kann in diesen Parkanlagen, sogenannten Parkanlagen, ist seine Hunde dort kacken zu lassen. Das geht. Die Hunde hatten diesen Park mal tatsächlich sehenswürdig gemacht, als wir eine Zeit lang so eine Hundefutterkonserve mit Phosphor hatten auf dem Markt, die diese Hundekacke leuchten lässt in der Dunkelheit. Eigentlich gut gedacht, damit man nicht reintritt sozusagen. Und dann hat es geregnet eine Woche lang. Das sah dieser ganze Mauerpark sah aus wie Las Vegas. Alles leuchtete grün und blau. Aber da waren die Touristen nicht da, weil eben schlechtes Wetter. Es gibt seinen Plan, den langen Plan seit 1993. Er ist zur Hälfte umgesetzt worden auf der Fläche, auf der wir stehen. Und wo der Zaun ist, ist praktisch die Mittellinie. Das war die Mauer, da ist die Bezirksgrenze und das ist jetzt das Ende des Parks. Auf der anderen Seite geht die Planung weiter und sollte eigentlich schon umgesetzt sein. Ist genau die gleiche Größe nochmal, wie wir jetzt den jetzigen Mauerpark hier haben, also nochmal 6 Hektar. Diese freie Kultur, die sich da gebildet hat, also Bars, Cafés, Wochenmarkt und Freiflächen, die sollen jetzt bebaut werden. Und es ist natürlich typisch, dass gerade in Zeiten des Zusammenwachsens Berlins natürlich auch dann geguckt wird, wie kann man sich von Kosten befreien. Und das heißt, wenn dann öffentliche Flächen da sind, die kosten ja der Stadt dann Geld. Und dann denkt man nicht irgendwie, man lässt es einfach so und lässt die freie Kultur einfach freie Kultur und was auch immer sein, sondern man verkauft das dann. Man verkauft es dann an Investoren. Und es sind in der Regel sind das Investoren, die global organisiert sind. Das sind dann so Finanzinvestoren oder auch Immobilienfonds. Und die achten nur darauf, dass sie Gewinne machen für die ganzen Shareholder, also für die ganzen Aktienbesitzer. Und die wollen natürlich alle weiter Profit und Aktienkurse steigen. Da hat man eine Landkarte, die ganze Welt. Und dann guckt man einfach, wo sind die Kaufpreise günstig. Und dann wird da investiert. Und dann wird nach 10 Jahren wird wieder verkauft, damit man dann einen Gewinn daraus holt. Ja, ich habe da irgendwas gehört in der Abendschau, dass irgendwas hier bebaut werden soll oder sogar noch vergrößert werden soll. Das hier drüben ist doch wohl, also auf der Westseite, da ist doch auch alles so Bracken und da ist auch kein richtiges Gelände und das wollen sie, glaube ich, noch verbreitern, aber auch wohl mit Wohnhäusern und mit, also sie wollen sich hier ein bisschen verschandeln, dass es nicht mehr so viel Volk ist, irgendwie. Vergraulen vielleicht, wa? Ich weiß es nicht, wer nun siegt. Die Pläne der Vivico sehen schon vor, so viel Bauland wie möglich zu schaffen. Das ist der Ursprung gewesen. Jetzt ist es so entstanden, dass es so eine Art Kompromissplan vorliegt, der den Mauerpark schon zu einem größeren Teil fertigstellt. Aber trotzdem ist immer noch das Problem, dass es eine Wand von Gebäuden geben würde, die den Park begrenzen.
beziehungsweise vor dem Park liegen und dadurch quasi einen Park für die Wohnbebauung darstellen würden. Und das wiederum müsste bedeuten, dass der Park ein Erholungspark im klassischen Sinne wäre, also ruhig, grün und eher unspektakulär. Ich finde es schön, wenn der Mauerpark weiter ausgebaut wird, dass er noch größer wird, weil ich finde ihn halt auch immer noch, also für die Menge von Leuten, die hier sind, immer noch zu klein. Aber ich finde es halt blöd, wenn da halt irgendwie so ein künstlicher Riegel reingezogen wird. Also dieser Häuserriegel, der stört irgendwie das Bild, finde ich. Also erstmal ist dieser ganze Flohmarkt ist ja dann weg dadurch. Und diese ganzen kleinen Lokale wie der Mauersegler oder sowas müssten da auch dran glauben. Und man zieht halt so eine künstliche Grenze zwischen Wedding und Prenzlauer Berg. Also mit diesen Entwürfen, die ich da gesehen habe, die sehen ja aus wie, ich weiß nicht, also so fast bedrohlich. Also so, dass der ganze Sonnenuntergang ist weg und weiß nicht, also da, ich finde, da müsste man noch eine andere Lösung finden. Überall um diese Mauer, komischerweise, haben sich überall so echt wunderbare Plätze entwickelt, wo es total relaxed und entspannt ist, wo die Leute, weil es eben so Grünflächen waren, die Niemandsland waren. Und dass das jetzt alles wieder so Gier-Raff-Zähne, ja, so Haifischmäßig alles jetzt unter den Nagel gerissen wird, finde ich echt scheiße. Aber das ist ja klar, irgendwie müssen sie doch alles bebauen, oder? Also ich meine, wundert mich nicht wirklich, also schade. Ja, bin ich gespannt, aber ich denke, das Geld wird regieren. Also das ist dann wahrscheinlich schon gemacht. Well, it's a capitalistic world, you know. What can you do about it? It's the best system we have so far, no? Still sucks, but... Ich hab schon gesagt, also würde ich am liebsten ein paar Molotow-Cocktails schmeißen, wenn die dann endlich anfangen zu bauen, also die Maschinen kaputt machen. Also würde ich am liebsten die Leute zu aufrufen. Ja, ich meine, weil ja, was die machen, ist auch radikal. Wir haben echt genug Büroräume in Berlin, die alle leer stellen. Stehen zum Beispiel dieses bekloppte Allianz-Haus da, wo ist das, der Treptower Park da, ne? Das steht leer, da sind überhaupt gar keine Leute drin. Und ich weiß nicht, wie viele andere Bürogebäude auch im Kudamm irgendwie leer sind. Ich glaube, wenn die hier Druck machen und die Leute komprimieren, bricht das wieder eher in Gewalt aus. Ich glaube ja so ein bisschen, dass das im Interesse bestimmter Lobbyisten ist in dieser Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass die Polizei mehr Arbeit hat und dann auch einen besseren Job erhält. Ich sag's mal so. Na, da bin ich weg. Das hätte ich früher auch gesagt oder so. Aber so viel Intelligenz, wie du denen zutraust, irgendwie traue ich denen nicht zu, ja? Mir persönlich stört das nicht. Ich werde hier nicht herziehen wollen. Und erstmal kann ich wahrscheinlich ja nicht die Miete bezahlen, wenn die hier so eine Dinger da hinzaubern. Da müssen hier so eine Leute, die da wohnen, wo die jetzt so schön Ausblick haben, grün und so, ja. Und wenn die dann mit immer so eine Dinger da vor der Nase knallt kriegen, na, dann die werden schon sagen, na, so eine Scheiße. Das ist ja schön, vielleicht braucht einer den Rest noch für was anderes. Und eine gute Schaltung dran. Aber das würde ja zu weit gehen. Aber den Ständer, den brauche ich. Toll, den schraube ich heute auch noch an.
echt. Aber oh, jetzt fällt mir ein, genau. Beim Kumpel funktioniert die Schaltung nicht. Da muss ich heute noch was machen. Ich habe keine Langeweile, gibt immer was zu tun. Gibt immer was zu schrauben. Für Schrauber, Micha, gibt es immer was zu schrauben. Jo. Na dann, lebe der alte Rock'n'Roll. To listen to human beatboxes and yeah, with the rappers it's good, it's good fun too, because you know, because they are like, usually they're saying like oh yeah, I've got my MP3, I've got my own backing thing and I've got my own stuff, and we just usually I just say here and now, like the rules for freestyle rappers is that all the freestyle rappers, they get this as their backing track, and we'll come up with a few words that you have to throw in there, like just so we know that you're freestyling a bit, you know what I mean? Those two guys on Sunday when they came up to me, like they came up to me early in the day and it was the same thing, like, oh yeah, we have this backing track, and I was going, no lads, we have the backing track for you and we'll get you to say a few words and it'll be cool, like. Waschmaschine? Yeah. Wait, yeah. Waschmaschine? Okay, Fußballplatz, Waschmaschine. And the first guy who was on the mic, he just got stuck on Waschmaschine. He was going, Waschmaschine, Waschmaschine. And he was actually saying to his friend, he's going, mir fällt nichts ein. A minute and a half into it, this young kid comes up to me and goes, man, give me a minute, I'll smoke those guys. And I was going, yeah, okay. Wenn ich rappe, geben mir die Leute recht. Jetzt mal ernsthaft, die beiden waren wirklich schlecht. It was the first time anybody really got properly booed in the bear pit, like, you know. Which is funny because it's like, I mean, the atmosphere has never been like sort of good of the studio. It's never been like that. And like one of the reasons I came up, I was thinking like Bear Pit because I wanted it to be maybe, I was thinking about doing this show called Bear Pit Karaoke. And the idea was that it was going to be actually a little bit sort of, not aggressive but or confrontational, but if somebody was bad, everyone was going to go, get the fuck, like, you know. And, prinzipiell finde ich, hier gibt es zu wenige Orte im Prenzlauer Berg mittlerweile für so bunte Menschen wie mich. Ich fühle mich oft einfach ein bisschen überladen von Kindern. Es war klar, dass im Osten irgendwann sich was ändert, dass ausgerechnet in Prenzlberg so Zuckerbäcker-stilmäßig trifft. Musste nicht sein, aber jetzt geht es ja mit Kreuzberg, mit dem SO36, das jetzt irgendwie auch kurz vor der Schließung steht, ist ja auch schon wieder so weit. Die Leute, die da tatsächlich die Häuser dann besetzt hatten und da die Subkultur errichtet hatten, die das Ganze überhaupt erst so interessant gemacht hat, so wahnsinnig viel Leben da so... Die sind alle weg. Herr Kaschemarkt ist sowas von langweilig geworden und doof. Und man kennt das von anderen Städten. Plötzlich wird die Gastronomie schlecht, weil sie auf Touristen aufgebaut ist. Das sind Menschen, die sowieso heute kommen und morgen nicht mehr da sind. Wenn hier die Imbisse dann stehen oder irgendwie sowas, dann müssen sie dann auch Standgenehmigung dann vom Tiefbauamt dann haben, dass sie hier stehen dürfen und sowas. Dann sowas wird alles kommen. One of my friends invited me for coffee last week. It was great, because I had no money and I'm long enough in Germany that I function better. Better with coffee, after coffee in the morning. And he was born on Schliemannstrasse, I think. I asked him,
He's about 50 years old. And I asked him, how many people do you know here who were also born here and you know from your childhood? And he could think of one. Wenn es jetzt noch genauso wäre wie vor 12 Jahren, irgendwie wäre ja auch irgendwo blöde. Es ist nur immer schade, dass es halt in so eine Richtung geht, dass Leute ausgegrenzt werden, dass alles teurer wird. Sondern es könnte ja mal auch in eine Richtung gehen, dass man sagt, es wird für alle irgendwie angenehmer. Irgendwie, ne? Und nicht irgendwie noch mehr Gesetze, noch mehr Regelungen, noch mehr hier darfst du das und da darfst du das nicht und so weiter. Von einer Woche, ich wollte da ein Konzert machen gegenüber ein kleines Bar. Aber kam ein Laster von Red Bull mit einer Band. Und brum, 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 brum. Und ich konnte nicht spielen, weil ich bin nur mit der Gitarre und hatte keine Anlage. Fucking now, was soll das? Und dann kommt die Polizei und schmeißt raus, die Leute, die hier Musik machen, Elektronik, weil haben keine Ausnahmegenehmigung. Wo sind wir? Was wollen? Krieg, man wollen Krieg, Krieg und Krieg. Das Gefühl, dass es schlimmer wird. Es sind sie öfters mit Hundertschaften unterwegs, ist also so gepanzert und so. Und manchmal spielt man einfach und passiert gar nichts. Man kriegt es nicht so mit. Also im Endeffekt ist es so, dass einfach mehr Bands spielen. Das heißt, es ist trotzdem noch möglich, dass man hier spielen kann. Aber es ist auch so, dass öfters die Polizei da ist. Aber wir, da wir das schon oft gemacht haben, wir haben uns einfach daran gewöhnt. Das heißt, es ist zwar mehr Polizei da, aber es geht halt trotzdem irgendwie, nervt manchmal ein bisschen. Aber wenn man sich daran gewöhnt, dann geht es auch. Das heißt, die kommen halt früher, kommen schon öfter und von daher ist es, finde ich, im Gegensatz zu den Vorjahren nerviger. Weil sofort abbauen, nicht irgendwie erstmal leise oder ist okay, sondern sofort abbauen ansonsten und so. Also ist einfach, Mauerpark wird mehr kontrolliert. Freunde von mir sind Feuerwehrmänner, die kommen oft genug frei, hierher nachts, weil irgendwie ein dummer Einsatz ist, irgendwelche Idioten Feuer machen. Also nachts und abends geht hier total, geht's in die destruktive Richtung halb hier oder asselt hier so rum, sage ich mal, oder so, ja. Weißt du? Das schreit nach einer Legitimierung einer Feuerstelle. Man braucht eine legale Feuerstelle. Ja, weil die Leute haben halt einfach Lust und so weiter. Und dann eskaliert das nicht, wenn dann da jemand ist, ne? Früher gab es diese Holzwand, da gab es eine Feuerschippe, einen Eimer, einen Feuerlöscher. Ne, so. Ja, okay, aber da gab es ja auch das Bewusstsein bei den Leuten, damit umzugehen. Deswegen gab es ja auch diese Stellen. Und das Bewusstsein ist ja das, was immer mehr verkümmert. I never wear sunglasses, you know? And I need a dark shirt also. Because I can't stand the reflection of the sun on the painting. I don't know, in the past few times, each time I go out, I say like, okay, it's just a few small things and then I'm done. And then I sit at home and look at the painting and I like, have another small thing I want to address. The light changed, the sun changed, the grass changed. When I'm looking at the painting, I don't see it anymore. I don't see it the way you see it, you know? Because
not only because I've painted it, and but because our perception is kind of like changing, you know, and you know, you see with your eyes, but basically you see with your brain, and if I want to have like a fresh gaze, it's impossible, you know. So I either do this, and then I see the painting because the mirror flips it, so I see the right side left, you know. So suddenly everything here becomes on the left, and suddenly it's a new painting. It's like somebody else's, you know. So suddenly you can see mistakes, and suddenly I go like, oh my God, the perspective doesn't work, or a certain mark. You know, I look at the painting, or I go back and do this, or I just do this. And then I see it upside down, and suddenly I see the whole relationship between the sky and the grass and a whole new world of problems. Wirklich alles einfach mal. Also montags bis sonntags, also es ist wirklich jeden Tag auch anders. Ne? Also. Seit 5, 6 Jahren finde ich es ja wieder richtig angenehm hier. Ja? Also ich hatte dazwischen mal, war es für mich mal so ein bisschen fraglich mit der Stadt hier, wo sich das so hinbewegt. Aber seitdem jetzt wirklich eine offene Stadt, eine Weltstadt mal so aus meiner Sicht, hat es jetzt einen Weltstadtcharakter in der modernen Form. So. Seitdem es so ist, finde ich es wirklich angenehm wieder. Ja? So vielsprachig, vielschichtig. Und ist eben ein netter Anlaufpunkt. Berlin ist günstig, Berlin macht Spaß, hat Freiräume. Und das ist ja genau so ein Punkt. Das ist einfach auch noch so eine Form von Freiraum hier in der Stadt. Ja? Also. Zuletzt stand ich hier und habe jongliert. Und der eine war Professor aus der Universität München. Ja? Und sie, die war Doktorin in Ethnologie. Und ich, der Punk, in der Mitte. Und was hat uns vereint? Ich habe den Ort vorgegeben und wir haben zusammen jongliert. Same.
donated love when we stay. And falling into sleep is what we do after drinking. We should have thought about this before. I want to bite the light, but it drops to the ground. I need to keep in sight, but nothing's around. I need to bite the light, but it drops to the ground. I need to keep things right, but nothing's around. You're looking for excitement. You just kissed me on the lips. Said you had a lot to drink and I was lucky. Well, that night we had ourselves something but loving as we launched our next attack. The children will cry. Love, you and Kate together. Shut up!